Kaum eine andere Sportart hat so eine krasse Spannweite. Vom meditativen Alleinespielen zu Hause oder zusammen mit Freunden als Klassiker des Kneipensports. Bis hin zu eskalativen Mega-Events, bei denen die Pros von Unmengen an Fans bejubelt werden. Und dabei ist die Idee von Darts doch eigentlich schon fast zu simpel. Ich meine, man wirft nur ein paar Pfeile auf eine Scheibe, oder? Naja, fast. Das Ziel beim klassischen Dart ist es, sich von 501 Punkten herunterzuspielen auf exakt 0. Wobei immer die Punktzahl, die man trifft, abgezogen wird. Zusätzlich gibt es auf dem Brett den Double Ring, in dem die Punkte, wie der Name schon sagt, verdoppelt werden und den Triple Ring, in dem sie verdreifacht werden. Außerdem gibt es noch das Outer Bull, das 25 Punkte zählt und das Inner Bull mit 50. Die Spieler haben pro Runde 3 Würfe. In einer perfekten Runde kann man also maximal 180 Punkte werfen. Dreimal die Triple 20. Die regelmäßig zu treffen, gelingt sogar den Besten der Besten nicht immer. Der Weltrekord für die beste Durchschnittspunktzahl pro Runde, also pro 3 Würfen, liegt bei knapp 123. Es geht also selbst bei Profis mindestens jeder dritte Wurf daneben. Mal schauen, ob bzw. wie weit ich da mit einer Woche Training hinkomme und ob ich das nächste Mal beim Kneipendart meine Freunde vernichten kann. Um das zu vergleichen, werde ich am Anfang 100 Würfe machen und am Ende 100 Würfe und dann schauen, ob sich mein Durchschnitt verbessert hat. Dieses Video wird unterstützt von Shox. Als erstes brauche ich aber natürlich eine Dartscheibe und da ich ehrlich gesagt noch ein bisschen Respekt habe vor diesen Metallspitzen, habe ich mir vor ein paar Tagen erstmal eine elektronische bestellt mit diesen Plastikspitzen. Die zählt dann auch gleich automatisch die Punkte mit. Nun wird die Dartscheibe aufgehangen und da ich bestimmt oft daneben treffen werde und auch mit den stumpfen Pfeilen keine Wände treffen will und auch keine Mitarbeiter, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich bin so froh, dass ich diese Woche von zu Hause gearbeitet habe. Packen wir sicherheitshalber eine große Holzplatte hinter die Scheibe und messen dann die korrekten Abstände aus. Das sind einmal 1,73 Meter vom Boden bis zum Bullseye, so wie die Mitte der Dartscheibe genannt wird, und 2,44 Meter dann von der Scheibe bis zum Abwurfpunkt. Und massenweise Darts muss natürlich auch noch zusammengebaut werden, bevor unsere eigene Dartstation fertig ist. Ehe es jetzt aber an die erste Bestandsaufnahme meiner Fähigkeiten mit dem Durchschnitt aus 100 Würfen geht, wärme ich mich zuerst auf. Und zwar mit einem Spiel gegen Alei und Luan. Während die Profis übrigens von 501 Punkt runterspielen und das Spiel mit einem Treffer in den Doppelring beenden müssen, spielen wir erstmal nur von 301 runter und müssen nicht mit einem Doppel beenden, weil die Runden sonst Stunden dauern würden. Oha. Wow, die 1, Junge, nein! Oh. 1, 1. Ha. Sag mal du, 1. Okay. Ich wollte gerade sagen, 1, wir werden ansonsten. Okay. 14. Boah, ich glaube aber jetzt nicht, dass ich den noch mache. Strong, Alter. Bam, Junge, bam, Alter. Mann! Ich hab gut gelassen. Ich bin also Zweiter geworden, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Jetzt messe ich allerdings nach dieser kleinen Aufwärmrunde meine Durchschnittspunktzahl auf 100 Würfe gerechnet. Und zwar komplett ohne Vorkenntnisse und Training oder irgendwie Tutorials oder einmal drauf los. Was? 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 Junge, was? Ist das dumm? Hey, wie krass ist das? Also ich war dann irgendwie einfach so, hatte dann so die richtige Einstellung, weil ich so aufeinander, also keine Ahnung, irgendwie. Nice. Was? Was? Als vorletzten Triple 20 kann jetzt eigentlich nur noch schlechter werden. Hey, aber krass, direkt zweimal Triple 20 und ein paar Bullseyes. Das Fiese ist, dass neben der hohen 20 die niedrige 5 und die noch schlimmere 1 liegen. Das heißt, auf die Triple 20 zu gehen, ist auch immer ziemlich riskant. Entweder man kriegt 60 Punkte oder oft eben auch nur einen. Und so treffe ich zwar einige Male die 20 und zweimal sogar die 60, aber eben auch sehr, sehr oft nur die 1. Lustigerweise so gut wie immer mit meinem zweiten Wurf. Und deshalb bin ich jetzt, wie es aussieht, bei einem Durchschnittswert von 14,37 pro Wurf. Also mal 3 ergibt das dann 43 pro Durchgang. Gar nicht mal so schlecht, aber da wird einem erstmal klar, wie krass dieser Rekorddurchschnitt von 123 ist. Ultra spannend finde ich auch diese Grafik zur Verteilung meiner Treffer. Ich habe zwar immer auf die 20 gezielt, aber die Treffer sind eigentlich kreuz und quer verteilt und ich habe gefühlt öfter aus Versehen das Bullseye getroffen, als das, was ich treffen wollte. An der Auswertung hier sieht man auch, dass nur 9% aller Treffer überhaupt auf die 20 gegangen sind, da wo ich sie hinhaben wollte. Und zum Beispiel 13% random auf die 18. Ich bin gespannt, ob ich
diese Verteilung noch deutlich mehr Richtung Triple 20 konzentrieren kann innerhalb der nächsten 6 Tage. Normalerweise spielt man Dart ja in geselliger Runde mit Freunden. Aber wenn man hier stundenlang auf die Scheibe wirft, dann kann das schon mal schnell langweilig werden. Deshalb höre ich generell beim Sport gerne Hörbücher, Musik und Podcasts. Bei manchen Sportarten ist es allerdings nicht ganz von Vorteil, wenn man komplett abtaucht und gar nichts mehr hört. Da kann es schon mal von Vorteil sein, mitzubekommen, was um einen herum passiert. Oder vielleicht will man auch einfach nur seinen Trainingspartner verstehen. Shox, der Sponsor des heutigen Videos, hat sich, um das Problem zu beheben, auf Kopfhörer spezialisiert, die nicht wie gewöhnliche Kopfhörer den Ton mittels Luftschwingungen durch den Gehörgang übertragen, sondern einfach direkt per Vibration an eure Wangenknochen. Das funktioniert echt mega gut und ich meine, dass es überhaupt funktioniert, ist schon echt mega crazy, weil man hört Musik dabei einfach über seine Knochen. Der Akku hält 10 Stunden und lädt in nur 5 Minuten genug auf für 1,5 Stunden Hördauer. Und Regen und Staub sind dank der IP55-Zertifizierung auch kein Problem. Die Shox Open Run Pro sitzen echt mega bequem und fest und sind trotzdem klein und leicht, was sie perfekt für jeden Sport macht. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung für mehr Informationen zu den Shox Open Run Pro und deren Bone Conduction Technologie. Das sind die bestklingendsten Shox Kopfhörer, die es bisher gab. Übrigens könnt ihr jetzt unter dem Video einen von 6 Shox Open Run Pro gewinnen. Mehr Infos findet ihr im angepinnten Kommentar. Nachdem ich gestern Abend noch ein bisschen trainiert habe, habe ich jetzt total Muskelkater hier im Bizeps. Ich weiß gar nicht wieso. Wahrscheinlich, weil man immer damit seinen Arm stoppt. Also es ist schon echt krass, weil ich komme halt im Schnitt schon super oft hier so in die Mitte von diesem Triple 20 Ding hier. Und dass das jetzt irgendwie an nur einem Tag möglich war, ist irgendwie schon ziemlich komisch. Nice! Also 2 Triple 20 in einer Dreierfolge ist schon wirklich hart und ich glaube das Beste, was ich bisher jemals geschafft habe. Als ich danach zum Spaß ein Spiel gegen Ale gespielt habe, habe ich, wenn auch nur knapp, verloren. Das Hauptziel in dieser Woche ist es, möglichst oft die 20 und Triple 20 zu treffen, um auf eine maximal hohe Durchschnittspunktzahl zu trainieren. In den Spielen gegen andere scheitert es dann aber häufig an der Zielsicherheit, was andere Felder angeht. Denn wenn man gewinnen will, muss man am Ende der Runde mit einer Punktlandung auf 0 kommen und darf zum Beispiel nicht mit einer Triple 20 übers Ziel hinausschießen. Tag 3, ganz kurzer Performance-Test. Also ich komme der Triple 20 schon echt immer ziemlich nahe eigentlich. Ich treffe dadurch halt leider auch super oft die 1. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. An der Zeit, sich mal ein bisschen reinzulesen, ob es irgendwelche Tricks gibt, irgendwelche Techniken und wie ich besser werde. Whatever hand you throw with, so let's say you're left handed, you put your left foot forward. Der rechte Fuß nach vorne, das habe ich ja bisher schon mal richtig gemacht. We want that weight over the front leg and all the way up towards the front shoulder. Rechter Fuß nach vorne, Gewicht auch nach vorne, hinteres Bein zum Stabilisieren nehmen, entspannte Haltung. Dart halten wie ein Stift und zwar locker. Dart auf der Höhe meines rechten Auges und der Ellbogen soll sich kaum bewegen. Ich glaube, das muss ich noch üben. Also ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil ich habe es jetzt anders quasi eingeübt. Aber der Triple 20 war schon mal ein krasser Erfolg. Also es ist echt ein komplett anderes Ding, aber ich habe gerade zweimal fast Triple 20 getroffen. Ich spiele also eine Woche lang jeden Tag Dart. Oft alleine, oft aber auch gegen Freunde und am Kölner Karneval sogar gegen den Dinosaurier. Ja, also langsam zahlt sich die ganze Arbeit mal aus. Double Bullseye. Double Bullseye. 20. Oh. Alter. Ey, Junge. Was? Schaden. Nice. Oh, Junge. Ey, das kann doch nicht sein. Was? Ich hatte am Anfang ja gesagt, dass ich mich noch nicht so richtig traue, mit Metall-Darts zu spielen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Ich bin mittlerweile deutlich treffsicherer geworden. Ja, entsprechend habe ich jetzt halt hier diese Metall-Darts und hier auch eine richtige Scheibe. Eine Turnier-Standard-Scheibe. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass die... Also das Ding ist massiv. Das ist auch richtig dick und auch richtig schwer. Hätte ich nicht erwartet. Boah, ist das satisfying. Das Geräusch ist so viel besser und macht so viel weniger Lärm. Ich würde sagen, dann hänge ich die mal auf. So, meine erste Runde mit, ja, richtigen Darts. Boah, jo, das fühlt sich komplett anders an. Boah, ist das geil. Wie die auch einfach drin bleiben und nicht immer rumwackeln und noch irgendwie rausfliegen oder so. Willst du auch mal? Ist es anders? Voll geil. Ist geil aber, ne? Ja.
Boah, das ist Triple 20. LOL, Bullseye. LOL! No way! Auch wenn die Profi-Dartscheibe deutlich mehr Spaß macht, hänge ich noch einmal die elektronische an die Wand für die finale Messung des Fortschritts, den ich in einer Woche gemacht habe. Schaffe ich jetzt auf 100 Testwürfe einen höheren Durchschnitt als an Tag 1? Gut, let's go, 100. Fängt ja schon mal gut an. Bisschen die Einer kompensiert noch. Die 1, also ich hätte die zu oft. Ich glaube, ich schreibe einfach auf die 20 eine 1 drauf. Und dann würde ich richtig rasieren. 20. Da bin ich mal gespannt auf die Auswertung. Aber ich habe super oft 20 getroffen. Zum Ende hin allerdings wurde es deutlich schlechter. Ich fange als erstes mal an mit der Verteilung. Die sah am Anfang so aus. Alles quasi kreuz und quer. Und das sieht jetzt hinterher komplett konzentriert aus. Das ist richtig krass. Also das ist viel, ich bin viel genauer geworden innerhalb von nur einer Woche. Es sind eigentlich fast alle auf die 20, 1, 5, ein paar noch auf 18 und 12 gegangen. Aber es sind alle so richtig krass konzentriert um die Triple 20 herum. Ja gut, die Triple 20 selbst habe ich leider nicht so oft getroffen. Einmal nur. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre da ein Kraftfeld gewesen auf der Triple 20, die alle Darts einmal weggeschoben hat, weil unten drüber, links, rechts sind überall welche, aber da nicht. Auch jetzt hier in der Trefferquote-Auswertung bin ich so viel besser geworden. Ich hatte davor nur zu 9% die 20 getroffen, die ich ja immer anvisiert habe. Und jetzt zu 31%. Das heißt, fast jeder dritte Treffer geht dahin, wo ich den hin haben will. Tatsächlich auch 25%, also jeder vierte Treffer ging auf die 1, was natürlich gar nicht gut ist. Ja, die ja eben direkt neben der 20 liegt. Und jetzt, was ultra spannend ist, ja, man sieht ja, dass ich eigentlich viel besser geworden bin. Ich treffe viel häufiger dahin, wo ich hier hintreffen will. Meine Durchschnittspunktzahl ist allerdings pro 3 Würfe, also pro Runde, von 43, wenn ihr euch erinnern könnt, auf 38 sogar gesunken. Das muss man sich echt mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist schon heftig. Einfach, weil ich halt dadurch, dass ich die 20 anvisiere, auch super auf die 1 treffe. Ja, und scheinbar, wenn man kreuz und quer über die Dartscheibe ballert und auch mal so ein Triple 18 erwischt oder mal so eine 19 da unten, dann hat man einen höheren Durchschnitt als Anfänger. Wenn ihr jetzt Bock habt auf nice und sporttaugliche Kopfhörer, checkt gerne den Link zu Shox aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.